Ach, Treppen nach unten, noch mehr. Was ist denn mit dem los? Komm nicht rein! Bleib draußen! Was zur Jemand Hölle? hat ihm eine Mordsangst eingejagt. Jemand oder etwas? Und weißt du was? Er ist da drin in Sicherheit und das Etwas ist hier draußen. Ja, das etwas. Dann gucken wir es aber noch oben um, weil oben waren ja noch weitere Türen. Ich hätte gerne eine Karte von diesem Gebiet. Aber Chicken, in Thief Gold hast du dich auch doch im Theater ohne Karte zurechtgefunden. Ja. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Bestimmt ist das Schloss kaputt. Nein, so doch nicht. Wieso doch nicht? Wieso doch nicht? Stille. Entweder war das ein Zeichen oder es war einfach niemand hinter der Tür. Oder sind die Türen einfach alle abgeschlossen und ich bin jetzt umsonst hier hochgelaufen? Was mit der Tür? Ja, George? Entweder war nichts hinter der Nö. Tür oder ich hatte wieder Ohrenprobleme. Ja, du hast Ohrenprobleme. Ich würde mal so einen Hörtest machen, wenn ich du wäre. Mach am besten alle möglichen Tests. Falsche Richtung. La. Hier war die Tür, Chicken. Okay, das hat sich ja gelohnt, da hochzulaufen. Definitiv hat sich das gelohnt. Speichern wir einfach mal. Kein Kommentar? Okay. Sicherungskasten. Ah, ja, Waffenmitzflug 2.5. Die Stützstrebe war zwischen Boden und Decke eingeklemmt. Sie stützte den Boden des Zimmers darüber. Ich vermutete, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Es war der Sicherungskasten des Theaters. Er sah sehr alt und sehr gefährlich aus. Offenbar waren einige Sicherungen durchgebrannt. Nur eine war noch übrig. Ich muss jetzt aber nicht die Sicherungen ersetzen, die durchgebrannt sind. Ich vermutete, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Die Strebe ließ sich nicht bewegen. Der Widerstand am Boden war zu groß. Nico! Hey Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Was soll ich machen? Nimm Mir das und zieh helfen. dran, wenn ich's dir sage. Du bist ein unverbesserlicher Romantiker. Ja. Ja. Es nützt nichts, George. Da bewegt sich nichts. Was schlägst du vor? Vielleicht solltest du sie erst lockern. Ja. Klappt das? Das war keine besonders gute Idee. Nein, nicht Nico. Das Ding da unten. So würde ich keinen Erfolg haben.
Genau. Benutzen wir den Dings an. Ihr wisst schon. Wieso gibt es hier zwei Türen? Also brauchen wir Schraubendreher oder... Was ist denn das genau, was da festgeschraubt ist? Falsch. Falsche Taste. Ansehen schicken, nicht interagieren. Sie ließ sich immer noch nicht bewegen. Der Widerstand Ja! am Boden war zu groß. Ich Ich hab's brauchte verstanden. irgendwas als Schmiermittel. Schmiermittel. Ah. Es war Harrys Flaschenöffner. Ah. Kann man das als Schmiermittel benutzen? Die Schminke. Dann brauche ich wahrscheinlich nur Wasser. Oder geht's auch ohne? Die Schminke war zu alt und zu hart, um sie in den Spalt zu schmieren. Hätte ich bloß ein flüssiges Schmiermittel dabei gehabt. Bräuchte noch Wasser oder so. Das heißt, oben irgendwie den Getränkeautomat zum Funktionieren bringen? Wieso gibt es hier eigentlich zwei Türen, die in den gleichen Raum führen? Ich verstehe das nicht. Boing. Mein Gott, George, sieh mal hier. Muss ich wirklich? Seine Brust ist einfach weggebrannt worden. Was? Ich habe schon einige Leichen gesehen, aber die hier schlägt sie alle. Er hat wohl zum Mittag Hühnchen gegessen. Kein Wunder, dass Was er könnte verbrannt das wurde. verursacht haben? Schon mal in einem englischen Restaurant gegessen? Im Ernst? Keine Ahnung. Ich bin Anwalt, kein Pathologe. Ich fasse nicht, dass ich das wirklich tue. Ja, sieht sehr Ich appetitlich hätte aus. schwören können, dass er mich beobachtete, als ich seine Taschen durchsuchte. Aber mir war jemand zuvorgekommen. Ich fand nur eine leere Kartenhülle. Ja, wahrscheinlich für den Kartenschlitz da vorne an der Wand. Die Leiche war stark verstümmelt. You don't say. Es sah aus wie ein Kartenleser, aber ohne Knöpfe oder Tastatur. Wozu er wohl hier montiert worden war? Mit einer Haarspange und der Staniolfolie aus einer Kaugummipackung könnte ich ein primitives Gerät basteln, um das Schloss zu knacken. Ich könnte allerdings auch die Karte suchen, die die Tür öffnete. Das wird zu langweilig, die Karte suchen. Karte suchen, also wirklich. Haben wir hier noch irgendwas? Eine weitere Türe. Kein Laut drang durch die Tür. Nein, Abgeschlossen. so doch nicht. Wie nein, so doch nicht. Dann halt auf nach oben und gucken, dass wir irgendwie den Getränkeautomaten zum Laufen kriegen. Oder wir benutzen die Spucke. Ja, wir spucken einmal rein, Becher ein paar tausend Mal. Jetzt, wo ich das Ding nach oben gefahren habe. Wofür? Hast du auch schon da diese... Das war ein toller Treffer. Ach so, Der das Putzkolonne würde es weniger Sack. gefallen. Die Sandsäcke. Flap besaß nichts, das ich haben wollte, schon gar nicht seine Klamotten. Du könntest mal die Knarre wegnehmen, ne? Ich meine ja nur. Warum sollte man das Ding nach oben fahren? Also ich habe Flashbacks an den Ort, aber andere Flashbacks, die nicht damit zu tun haben. Ach, Steuerung ist mal wieder grandios. Hilfe.
Oder muss ich erst in Lager rein? So nicht. Der Getränkeautomat war leer. Ach, der war leer. Einfach leer. Ein Getränkeautomat. Wo komme ich was Flüssiges her? Um die Schminke aufzuweichen. Hinter der Türe. Keine Chance. Sie war abgeschlossen. Nico, kannst du mir helfen, dagegen zu rammen? Kannst du mal ein Wasser herkriegen oder irgendwas anderes Flüssiges? Das andere ist hier verschlossen, ne? Das war hier auch vorne verschlossen. Die Tür bewegte sich kein Stück. Kann ich von der Seite irgendwas machen? Nö. Meine erste Idee wäre, ich muss wirklich irgendwie ins Lager kommen. Schicken die Taste. Ob ich mit der Boxershorts irgendwas machen könnte? Ich könnte ja versuchen, irgendwie alles mit allem mal zu kombinieren. Könnte ich dich so um Hilfe bitten, gegen die Tür zu rammen mit mir? Das würde ich auf keinen Fall tun. Wieso? Warum haben wir die meisten Sachen eigentlich noch? Aber nur weil du nichts wegwerfen willst? Oder kann ich irgendwas noch mit irgendwas anderem kombinieren? Naja, besonders der Ausweis. Oh nein. Ja, da bräuchte ich ja Wasser. Einfach nur mal, um sicher zu gehen, gucken. Nein. Silbermünze. Das würde mich nicht voranbringen. Die Boxershorts. Das war nicht ganz richtig. Falsche Taste. Boxershorts mit mir, Nico, kombinieren geht leider nicht. Ja. Aber du hast doch gerade irgendwas noch von Zitronen und Cola gelabert. Ein Getränkeautomat. Ja, das ist leider leer. Gibt es hier keine Sanitäranlagen? Was soll ich ins Klo gehen? Da können wir ja nicht runter. Ich konnte nicht den ganzen Weg umsonst gemacht haben. Ich musste wissen, warum dieser Ort so wichtig ist. Der Schatten an der Wand. Warum ist es so wichtig, das hochzuschieben? Aber vom Boden aus kam ich nicht dran. Könnte ich irgendwas mit den Lichtern machen oder wieso wird das gehighlightet? Da! Oh, scheiße, ist das heiß. Ich Idiot. Es war klar, dass das passieren würde. Okay, ich verstehe. Wir brauchen kein Wasser. Wir können die Schminke einfach schmelzen. Der Scheinwerfer war heiß genug, um die Schminke zum Schmelzen zu bringen. Es stank furchtbar, als die Schminke schmolz. Aber immerhin klappte es. Ja!
Chicken musste nicht nachgucken, weil sie unten glücklicherweise dagegen gerannt ist und es auch von unten gehighlightet wurde. Nicht so wie in der letzten Session mit Nico. Aha, ja, wäre es auch mal bei der Stange gehighlightet worden wären, tun. Dann zurück nach unten. Den ganzen Weg zurück. Zurück. Warte, stopp, halt. Hinter der Bühne ging's runter. Bühne, 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 Bühne. Schon. Wo da war die Sackgasse? Vorsicht, Nico. Beiseite, Mädchen. Hier waren die Türen. Fast schon richtige Richtung. Fast schicken, fast. Okay, der Raum mit der Doppeltüre. Dann wollen wir mal. Sesam! Schminke. Ich hatte die Hoffnung, dass die geschmolzene Schminke als Schmiermittel funktionieren würde. Flatsch. Okay, Nico. Dann zeig mal, was du so kannst. Hey, Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Daran ziehe ich nicht nochmal. Ich habe sie eingeschmiert. Diesmal geht's bestimmt. Gut. Ich vertraue dir. Das größter Fehler.